Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind wieder mal zurück in Transport Fever 2. Wir schauen gerade auf eine Kreuzung, die ich gerade eben alleine ein bisschen bearbeitet habe. Ich wollte euch die ewige Brückenbauerei nicht zumuten. Wir sind hier in Honigblume, liebe Leute. Und wir haben während dem Stream am Samstag viel gemacht. Ich werde euch das auch gleich noch zeigen, was wir gemacht haben. Aber währenddessen, während wir gemacht haben, ist Stau schlimmer geworden, hier auch in Honigblume. Wir hatten dort nicht allzu viel gemacht am Stau, wir haben uns vor allem um Balance gekümmert. Und hier haben wir immerhin diese vierspurige Straße, die es schon länger hier unten gab, die haben wir verlängert und eine Brücke dran gesetzt und das Ganze dann sozusagen bis hier durchgezogen. Die hat früher hier geendet, also es kam eine von hier, hat hier geendet. Und dann kam eine von hier, die hat hier geendet und dazwischen war eben wieder nur zweispurig. Und das haben wir jetzt durchgezogen, vierspurig. Und da gab es hier eine Kreuzung und am Ende des Streams hat sich hier übelster Stau gebildet, weil alle nach links, nach rechts und überall hin wollten. Genau, und da habe ich mich jetzt gerade ganz alleine nochmal rangesetzt und die Mac-Beck'sche Lösung umgesetzt, die ich ja schon immer wieder vorgeschlagen hatte, nämlich zwei Einbahnstraßen nebeneinander. Dadurch kann man die KI dazu zwingen, oder die KI-Fahrer dazu zwingen, dass sie nicht mehr links abbiegen können. Ich habe jetzt hier eine Einbahnstraße runter nach rechts gemacht und eine Einbahnstraße drauf von links. Und hier geht es eine Brücke, sodass die von links nach rechts auch noch rüberfahren können. Es sieht nicht besonders elegant aus, das gebe ich zu, besonders dieser komische Knick hier irgendwie. Aber wenn es funktioniert, bin ich zufrieden. Und ich würde sagen, wir lassen uns mal laufen und schauen, was passiert. Mal kurz drauf gucken hier. Ja, also da hat sich ein sehr langer Rückstau gebildet bis hierhin irgendwie. Und wir gucken später mal, wenn ich dran denke, ob sich das verbessert hat. Genau, hier ist auch ein langer Stau. Uah. In die Stadt rein. Eigentlich nur bis hierhin. Oh. Na, okay. Ah, okay. Na gut, das sind die Leute, die von hier kommen. Und dann hier rechts abbiegen und eben hier irgendwie drauf fahren wollen. Das ist natürlich nicht schön. Dann haben wir ja Linksabbiege. Aber ich glaube, da kümmern wir uns jetzt gerade mal nicht drum. Ja, schließlich andere Sachen vor. Also, was haben wir im Stream gemacht? Wir waren in Balance unterwegs und wir haben es verschlimmbessert alles. In dieser Stadt herrscht fürchterliches Kuddelmuddel. Ganz schlimm. Es war Stau von hier oben da rein, von hier oben da rein. Von hier unten da rein, links und rechts war Stau. Also alles voller Stau, weil diese Stadt keine ordentlichen Durchgangsstraßen hat. Alles trifft auf alles und überall ist Stau. Und wir haben da so ein bisschen dran gearbeitet und hier zum Beispiel eine Durchgangsstraße gebaut. Hier. Diese hier. Die ist aber jetzt relativ frei. Aber ein Problem ist natürlich trotzdem, wenn dann von da oben jemand da drauf trifft oder von links und von rechts jemand drauf trifft. Es ist noch nicht wirklich optimal. Vielleicht löst es sich aber auch noch ein bisschen auf. Wobei ich das fast nicht glaube. Wir haben das am Anfang gemacht, am Anfang des Streams. Und als wir dann am Ende fertig waren, am Ende des Streams, da sah es halt eben so aus. Also es hat sich nicht wirklich verbessert. Ja. Ja, das ist diese Kreuzung hier, die ein Problem macht, glaube ich. Oder? Nee, stimmt gar nicht. Diese Kreuzung macht ein Problem. Und es ist auch klar, da kommt viel Verkehr von unten und will hier drauf fahren. Und da ist eine Ampel. Und auch ohne Ampel wird es nicht besser gehen, weil die müssen ja darüber fahren können. Oh! Was ist denn das für ein Elend hier? Ja, da müsste sich da irgendeine Brückenlösung oder sonst irgendwas einfallen lassen, dass sie da einfacher auf die Straße draufkommen können. Weil Platz ist ja an sich hier auf dieser Spur. Nur behindern die sich immer. Das ist natürlich nichts. Aber gut, wir lassen es mal so. Und gucken vielleicht später nochmal danach. Irgendwann. Bei Gelegenheit. Das haben wir gemacht in Valence. Wir haben in Valence auch, weil hier auch viel Stau hier runter war. Und immer noch ist. Ja, wir haben diese beiden Zufahrten hier gemacht. Damit die Leute einfach ohne links abzubiegen, also ohne zu kreuzen, die Fahrbahn, da drauf kommen können. Oh Gott, das sieht doch wirklich bescheuert aus. Es tut mir sehr leid, das sieht wirklich gruselig aus. Das muss ich gerade mal kurz neu machen. Das ist ja gar nichts. Sowas wollen wir nicht haben hier. Das Ding brauchen wir.
Ah, das sieht scheiße aus, sieht das wirklich. So, ich versuche das hier gerade so ein bisschen hinzumodellieren. So könnte die Stadt dann aussehen. So. Okay, also das hat auch funktioniert. Wir haben hier Alexandre staufrei bekommen. Da stand der Stau ganz, ganz schlimm durch. Und das ist jetzt staufrei. Jetzt steht der Stau eben auf der Umgehungsstraße. Und die haben ein Problem an dieser Kreuzung hier. Da wollen ganz viele nach links und es geht natürlich nicht ohne zu kreuzen und das ist natürlich scheiße ist das hier. Ja. Da stehen sie auch. Also, ist wirklich schrecklich. Man muss die Augen davor verschließen vor dem ganzen Stau und ihn einfach ignorieren. Und bei Gelegenheit werde ich vielleicht auch alleine mal ein bisschen was hier und da was drehen und so. Und wir machen natürlich samstags dann wieder bisschen Staugeschichten. Ja. Solange ich und solange ihr Lust drauf habt, machen wir das. Gut, was haben wir danach gemacht? Wir haben in Peter de la Blumenberg ein Museum platziert. Das Rijksmuseum, das in Amsterdam steht wohl. Sehr schönes Modell. Steht jetzt ein Stück entfernt vom Bahnhof. Ich würde sagen, da gehört irgendwie ein Park oder sowas hin. Der Peter war dabei und hat sich gewünscht, dass das Museum hier steht. Ja. Müssen wir schauen, wie wir das irgendwie besser integrieren können. Es ist ein sehr schönes Modell, aber es steht so ein bisschen verlassen hier, so ein bisschen alleine, finde ich. Wir müssen wirklich irgendwie oder großen Platz oder irgendwie sowas machen. Was ist denn das? Da gucken die Fundamente raus. Das ist natürlich auch nicht so schön. Das ist nicht so geil. Ich glaube, da helfen wir gerade mal noch aus. Ja, komm, geh mal zur Seite. So. Machen wir erstmal das hier gerade dran vorbei. Busspur? Nein! Tramgleis, ja. Na gut, so passt das hier. Müssen nur gucken, dass wir da hochkommen. Das ist jetzt ein ganz schöner Abhang, den die da fahren müssen. Okay. Ach ja, das kriegen die schon hin. Mein Gott, es ist schon steil, aber die kriegen das hin. Da bin ich sicher. So, dann hat man hier noch dieses Dreiecksteil da. So, und es fehlt eine Bushaltestelle direkt vor dem Museum. Okay. Schon wieder ein gutes Werk getan, das freut mich sehr. Ja, dann haben wir ein Gefängnis gebaut für aufmüpfige Bürgermeister. Oh, was ist los? Also, die hat keinen Strom. Was? Ah, du elendes Ding, du, wirklich. Komm, gib Gas, Junge. Okay, jetzt können wir es wegmachen wieder. Alle zufrieden, ja? Gut. Wir haben ein Gefängnis gebaut. Ich traue mich schon kaum, das jetzt noch ze zu zeigen, weil es schon wieder kaputt gegangen ist. Es ist zerfallen. Wir haben den Tower of London gebaut. Hier ist er. Das Teil gehört auch noch mit dazu. Da liegen die Juwelen der Königin oder der englischen Krone liegen da drin in der Realität. Hier ist so einiges im Argen. Es ist wirklich traurig. Die haben natürlich Häuser gebaut, die Trottel. Ja, da müssen wir uns drum kümmern. Was hier komisch ist, hier war eine Mauer. Die habe ich da in fitzeliger Kleinarbeit dahin gebaut. Hier genauso. Als ich das Spiel vorhin geladen habe, hieß es, ja, diese Mauer wurde ersetzt. Die ist nicht mehr da. Also das Wall MDL oder was fehlt, die Datei fehlt. Und ja, deswegen sind jetzt diese kleinen Quadrate da. Das sind sozusagen die Felsen, die noch übrig sind. Die Reste von der Mauer. Ich habe danach geschaut, was los ist in der Mod. Und der Autor hat gesagt, er musste den Namen ändern von diesem Mauerstück. Und deswegen wird das nicht mehr gefunden. Und deswegen ist es eben auch nicht mehr da. Also, ich muss die Mauer sozusagen neu setzen, damit es funktioniert. Oder damit sie wieder da ist. Vielleicht mache ich das auch. Ich mache es aber nicht jetzt. Mir fehlt die Zeit dafür. Ja, aber so habt ihr das jetzt jedenfalls gesehen. Das sieht, finde ich, wirklich sehr schön aus. Also, wenn die Mauer da wäre, würde es schön aussehen. Und wenn diese beknackten Häuser nicht da drin stehen, würde es auch schön aussehen. Das Problem ist, was wir hier haben, dass da eine Straße ist, so eine Fußgängerstraße. Da laufen Besuchermagnet-Leute rum. Hier. Und
die bauen da halt immer ran und ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme, dass da keiner hinbaut. Also das ist echt, echt, echt ätzend, wirklich. Ich kann das ja nicht, das ist ja keine von Marx Straßen, die ich hier mittels Hausverbot beeinflussen kann. Das ist dieser kleine Fußgängerweg hier. Das ist eine Mod. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Aber auf jeden Fall, dort bauen die auch immer hin. Und ich habe das eigentlich gesperrt, das Spielereigentum. Das ist eigentlich alles gesperrt, aber sie bauen halt dahin und das sieht einfach scheiße aus. Das ärgert mich zu Tode, weg damit. Das bringt natürlich nichts, die werden sich wieder neu dahin stellen. Ja, das Haus hier irgendwie... Das sieht sogar irgendwie nett aus. Da geht's schon wieder los. Das kann nicht wahr sein, das ärgert mich zu Tode. Also, da muss es ja eine Lösung geben irgendwie. Ich kenne sie nur nicht. Keine Ahnung. Das hier sieht sogar irgendwie so nett aus, fast. Man könnte fast sich vorstellen, dass es dahin gehört, weil da irgendwie der Wächter oder sowas drin wohnt oder so. Ich lasse das mal. Ja, das haben wir gemacht. Sieht auch, glaube ich, sehr schön aus oder würde sehr schön aussehen, wenn hier die Mauer vollständig wäre. Ich werde mich drum kümmern. Irgendwann. Ja. Dann, als nächstes und als letztes haben wir einen Leuchtturm gebaut. Auf dem Hochplateau. Da braucht man natürlich Leuchttürme. Das hat sich der Pixel gewünscht. Wo ist denn der? Da ist er doch. Voll unauffällig. Ja, ich habe da während des Streams eine Leuchtturm-Mod installiert, die sich der Pixel gewünscht hat. Was ist mit dem Abhang hier los? So. Und dann haben wir das da hingebaut. Er hätte den Turm lieber im Stadtzentrum gehabt irgendwie. Und da habe ich dann aber gejammert und gesagt, na, ein Leuchtturm muss doch auf irgendeine Spitze hoch. Und dann haben wir das hier hingebaut und der Pixel hat sich noch einen Weg hier gewünscht, zigzagmäßig hier runter zur Tramhaltestelle. Da haben sie merkwürdigerweise noch nicht hingebaut, aber das sieht noch so aus, wie es aussehen sollte. Die Leute laufen da auch hoch. Ich finde, das ist wirklich sehr nett geworden. Und ich möchte hier darauf hinweisen, dass diese Mod wirklich sehr schön ist. Das Ding da oben, dieser Scheinwerfer da, der dreht sich wirklich. Seht ihr das? Das ist wirklich toll. Also, ganz, ganz toll gemacht. Ja. Das war's, was wir im Stream gemacht haben. So schnell können 3 Stunden vergehen. Ist wirklich unglaublich. Oh, was ist denn hier los? Da wollte ich auch längst mal einen neuen Zug eingesetzt haben. Das ist der kleine Teddy mit 12 Personen Kapazität. Komm. Ich glaube, wir klonen mal ein. Ja, ich glaube, wir können jetzt gerade klonen. Ist gerade keiner da. Teddy 4. Ja, da werden irgendwann auch andere Züge hinkommen, die mehr Kapazität haben und ein bisschen größer sind. Mir ist nichts eingefallen in letzter Zeit dazu. Aber das wird irgendwann kommen. Was ist hier los? Ah! So wenig Fahrzeuge, ich glaub's ja nicht. Klonen wir mal. Ich habe ihn jetzt geklont. Die falschen. So, na gut. Also, das war der Stream. Und, liebe Leute, wir machen jetzt hier noch ein bisschen weiter. Wir haben letztes Mal an diesen Gleisen rumgemacht und wir müssen leider noch ein bisschen weitermachen. Wir haben jetzt hier einen neuen Flaschenhals bekommen. Hier vereinigt sich alles wieder von 4-gleisig auf 2-gleisig. Und ja, General Honigblume hat mir drunter kommentiert unter das letzte Video, dass er nicht so gerne hätte, dass hier 1000 Brücken sind. Weil im Gleisvorfeld dürfen ja auch die Züge ein bisschen hin und her wechseln und sowas und ein bisschen anhalten und sowas. Es muss ja da Wechsel geben. Da stimme ich auch zu, da hat er recht. Ich glaube, deswegen lasse ich auch diese Brücke, die ich mir hier vorgestellt hatte. Aber wir müssen dann eben damit leben, dass dann hier trotzdem ein Flaschenhals entsteht. Also, ich glaube, ich würde das 4-gleisig bis hier rüberziehen irgendwie und dann eben hier auf 2 Gleise verengen oder wie auch immer. Also, nee, das ist ja nicht verengt, sondern es ist so, dass der Eduard hier außen fährt und der will dann eben von, na gut, der parkt hier unten ein und dann fährt er hier und dann muss er über alle anderen Gleise rüber und dann nach außen, um dann nach außen zu kommen. Deswegen wollte ich da eine Brücke hinbauen. Wenn ich das lasse, dann muss er das eben machen. Aber
Ja, na gut, dann machen wir das eben. Was wir eben noch davor machen müssen, ist hier Gleisarbeit. Viergleisig. Könnte ein bisschen knapp werden, aber ich gucke mal, ob wir das hinbekommen. Ah! Das wird sehr knapp. Oder wir lassen es halt. Wir können es auch erstmal lassen und gucken, was passiert. Also, im Moment staut sich da auch nichts mehr, bis auf die Autos. Da wollen wir jetzt aber gerade gar nicht drauf gucken. Was wollen die denn? Ah. Ich habe hier, glaube ich, eine zu gute Umgehungsstraße gebaut, deswegen fahren jetzt auf einmal alle. Moment mal, das war falsch. Die fahren jetzt auf einmal alle hier lang, statt hier den angedachten Weg, der länger ist. Da müsste wohl eine Brücke hin. Die müssen hier kreuzen und das ist ein Problem. Aber sie stehen so oder so. Eben an dieser Kreuzung hier, wo wir vorhin schon drauf geschaut haben. Ah, das ist ein Elend, wirklich. Na gut, also der Zug lassen wir jetzt mal so. Von mir aus. Was ist denn hier los? Du meine Güte, da stapelt sich das Zeug, keiner bringt's weg. Woran liegt's? Bretter. Bretter liegen da jede Menge. Alter, liegen da viele Bretter. Ja, die müssen es nur hier rüber bringen. Da ist kein Stau und kein nix. Wir haben eine Rate von 217 und ist anscheinend viel zu wenig. Gucken wir doch mal. Also, wie viele hier produziert werden? Hier werden. Oh, 360 produziert. Der Zug schafft auch nicht alles. Bretterlieferung. Der hat auch nur eine Rate von 285. Da müssen wir gerade noch einen weiteren Bernd kaufen, glaube ich, damit er die Bretter da rüber schaffen kann. Aber ja, du. Bernd, der Fünfte. Ich gucke gar nicht hin, wo der jetzt gerade ist. Die kriegen das schon irgendwie hin, hoffentlich. Zürich ist nicht so viel los irgendwie. Merkwürdigerweise. Aber ist auch mal schön, dass ein großer Bahnhof eben nicht so viele wartende Menschen hat. Gut, wir haben jetzt hier Bretterlieferung, eine Rate von 356. Und das kommt ganz gut so hin. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir hier auch noch eine Rate von 356 hinbekommen. Oder annähernd 400, die Bretter dann wegtransportieren. Sonst bringt das alles ja nichts. War schon ein bisschen älter, das Rollmaterial hier. Okay, da würde ich sagen, müssen wir doch mal ordentlich klonen. Machen wir 5 noch dazu. 307 sind wir jetzt. Mein Gott, es gefällt mir überhaupt nicht, dass wir so viele Fahrzeuge auf der Straße dann haben. Ja, dann sind wir zu viel. Das geht natürlich nicht. So viel ist ja auch nichts. Du meine Güte, was das aus war dann. Ein einziges Fahrzeug. Na gut, 326 ist schon mal. Ne, das ist zu wenig. Wir machen noch einen. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. 344, aha. Aha. Na gut, guck mal erstmal, wie das funktioniert. Und jetzt gucken wir mal, warum hier so viel Öl liegt. Gut, die Züge kommen jetzt besser durch. Die müssten jetzt eine höhere Rate haben, die Ölzüge. Ui. 871. Das war zuletzt deutlich weniger. Ich glaube, das liegt daran, dass wir hier dafür gesorgt haben, dass die schneller durchfahren können und nicht mehr so oft anhalten müssen und auf andere Züge warten müssen. Ich glaube, das hat ordentlich was gebracht. Also richtig krass was gebracht. Und jetzt müssen wir gucken, 871, müssen wir gucken, dass wir hier den Abtransport genauso gut machen. Falsch. Der hier ist das 503. Natürlich, das reicht natürlich nicht. Das ist natürlich viel zu wenig.
681 haben wir jetzt. 851, okay. Das ist schon mal besser. Wunderbar. Irgendwann ist halt die Plattform auch voll bei so vielen LKWs. Das gefällt mir auch nicht. Boah, ist da was los, ey. Oh mein Gott. Ich traue mich kaum mehr hinzugucken. Aber was ist denn hier los? Ich hasse euch. Hier unten ist überhaupt nichts los. Und hier so ein Elend. Wir machen hier mal eben eine Straße kleiner hier. Die Hierarchie ein bisschen kleiner. Okay, damit die vielleicht hier nicht so drauf fahren. Das ist so meine Hoffnung. Die Straßenbahn, die hier links abbiegt und hier unten rechts abbiegt, aber dann, wenn sie zurückfährt, auch nochmal links abbiegt, die könnte man vielleicht auch woanders hinlegen. Oh, Junge, es ist so viel los hier. Unglaublich. Es ist halt einfach ein Riesendrama hier. Ich glaube, also das ist ja so blöd hier. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir die Straße, die hier runter geht, nicht hier hin machen, aber auch nicht hier hin machen, sondern einfach hier hin machen, wo es auch weitergehen könnte. Das ist so wahnsinnig viel bringen, weil ich weiß nicht, ob da werde ich jetzt hier über die Brücke fahren, rechts abbiegen, links abbiegen oder wieder rechts abbiegen. Habe ich jetzt so nicht gesehen. Na doch, genau, jetzt macht er das. Ja, bringt trotzdem, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel. Hier ist einfach alles Mist. Aber gut, das schaue ich mir mal wann anders an. Da müssen wir irgendwie eine Lösung für finden. Ja. Gut, also, die Schienen lassen wir jetzt mal so. Die stehen sich nicht mehr wirklich im Weg. Das ist wunderschön. Das ist ganz toll. Freut mich sehr. Müssen wir gucken, ob das am anderen Ende auch okay ist. Das läuft alles hier bei Airwolfia zusammen. Was mit dir? Du bremst schon? Nee, er fährt schneller. Er musste bremsen, wahrscheinlich weil der Zug hier da war. Ja, ich würde sagen, wir lassen das mal so. Was beladen. Das dauert aber, ey. Was ist mit dir, Loris? Junge. Ja, also das scheint wohl doch auch zu passen. Wobei, der erwartet jetzt gerade, dass der durchgerauscht ist hier. Oh, da fehlt hier vor dem Bahnhof ein Signal. Was wäre doch der zuerst? Worauf hat der jetzt gewartet, der Trottel? Warte auf freie Wege. Ah gut, ich sehe doch, dass die sich in die Quere kommen. Also ich würde sagen, dann mache ich hier doch noch viergleisig, damit die hier nicht warten müssen. Wo wird denn jetzt hingeportet hier? Wenn ich jetzt hier abreise, wo verschwindet die Locke? Nach vorne? Ja. Nee, weiß ich nicht. Ah, nee, die ist da hinten verschwunden. So, na gut, das ist okay. Oh shit, jetzt hätte ich vorher mal drauf achten sollen, was ich hier überhaupt mache. Die sind alle belegt, die wollen alle irgendwo hin. Gut, also das in der Mitte, das sind die Durchgangsgleise. Der grüne... Nein, der hält tatsächlich an. Nee, stimmt gar nicht. Der blaue, der dunkelblaue, der hier kommt, der muss anhalten. Das ist kein Durchgangsgleis.
Also sind die beiden hier die Durchgangsgleise. Der grüne fährt durch. Genau, das ist der hier. Der holt da hinten irgendwo ganz links Treibstoff. Und auf dem Rückweg hält der grüne hier an, um Rohöl noch aufzunehmen. Und der blaue fährt auf dem Rückweg einfach durch. Das ist der, der... Warte mal, der hat Werkzeuge hierher gebracht. Genau, und der fährt auf dem Rückweg einfach durch. Also das sind die Durchgangsgleise. Das heißt, wir brauchen dieses Gleis hier obendrauf. Das ist dann das vierte. Wo hat das auf? Hier. Weiß er nicht. Da. Okay. Also bis dahin. Und dann gucken wir mal, wie wir hier klarkommen. Und dann brauchen wir hier unten eins. So, jetzt sieht man natürlich überhaupt nichts. Oh, da fehlt noch was. Eine kleine Ecke. Okay, der blaue hat angehalten, richtig. Genau, und jetzt müssen wir den roten, den Eduard nämlich, den müssen wir jetzt noch da drauf bringen. Okay, ich kann überhaupt nicht erkennen, wie in dem beknackten Rauch hier. Und hier müssen wir eben. So, weg hier. Müssen wir eben diese beiden ranhängen. Und zwar jeweils so, dass da noch ein Zug davor passt. Damit sie warten können vor dem Bahnhof, falls nötig. Gut, Signale setzen wir gleich. Hier haben wir das schon gemacht. Wunderbar. Gut, jetzt wird einiges nicht passen. Ne, so gar nicht. Okay, achso klar, wir haben es noch gar nicht angeschlossen hier. Da gehen einige Gleise ins Leere. Also, müssen wir gucken, was hier unten ankommt. Der rote und der blaue fahren. Und, warte mal. Nee, der rote und der blaue, die befinden sich auf dem äußeren Gleis. Ich weiß nicht, wer hier jetzt wo einparken sollte. Aber gut, der Eduard, das ist der hier, der parkt hier unten ein. So, liebe Leute, ich habe das jetzt angeschlossen und es passt alles. Es gibt keine Meldung gerade im Moment. Ah, das war wieder ein Gefummel gerade hier. Das ist alles komplett verschlungen hier. Das ist das, was der General Honigblume meinte. Kurz vor den Bahnhöfen auf dem Gleisverfeld, da dürfen die sich tummeln, wie sie wollen. Ja, das tun sie jetzt auch. Das tun sie jetzt auch. Also, ich denke, das lassen wir jetzt mal so. Das wird schon alles irgendwie funktionieren. Es funktioniert mit Sicherheit besser als vorher. Und ich bin damit zufrieden, so. Mehr oder weniger halbwegs. Oh, ist hier. Was? Moment mal, brauchen wir das? Ja, das brauchen wir. Tatsache. Okay, liebe Leute. Das sieht doch ganz gut aus und wir haben jetzt keine Lust mehr auf Gleise. So, was machen wir jetzt nicht mehr? Ach, die Rhonetalbahn ist komplett überfordert. 3 Minuten Takt. Was wollen die denn noch? Was wollt ihr denn noch? Wie viele Eduards kannst du noch geben? Das darf doch nicht wahr sein. Wir haben schon 7 Stück. Oh mein Gott. Macht ordentliche Gewinne. Das ist halt das Problem. Die kommen ja alle schon voll an. Und da ist kein Platz mehr, dass die noch einsteigen können. Und in die andere Richtung, in die Gegenrichtung, ist er komplett leer. So ungeil. Also der Ölzug. Ja, der fährt nicht mehr voll. Also ich weiß nicht, was es bringt, da jetzt noch weitere Züge draufzustellen, weil da kommt schon der nächste Eduard an. Weil auf dem Rückweg fahren die halbwegs leer. Das ist unfassbar. Wir lassen das mal. Das ist einfach nur Mist. Das Problem habe ich aber auf jeder Karte bisher gehabt. Ich habe dann auch schon versucht, so Zwischenlinien zu machen, also unseren Eduard irgendwie abzukürzen oder halt
Haltestellen überspringen zu lassen, sodass er nicht mehr überall anhält. Aber trotzdem, die Leute wollen von hier trotzdem da irgendwie hinkommen. Wir müssen sie irgendwie zum Zug bringen, keine Ahnung. Ach, ich weiß auch nicht. Ja gut, also liebe Leute, wir sind für heute eigentlich schon durch. Ich habe irgendwie fast nicht das Gefühl, dass wir großartig was geschafft haben. Was als nächstes anstünde, wäre der Flughafen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Wir müssten diesen Flughafen ausbauen und groß machen, damit da große Flugzeuge fliegen können. Und wir hätten gerne Eisenbahn. Ich weiß gar nicht mehr, wer das vorgeschlagen hat. Weiß echt nicht mehr. Eine Eisenbahn von hier unten, die sich hier in diesen Käfern hier so vorbeischlängelt irgendwie nach oben. Bis, ja, keine Ahnung, vielleicht, ob es Meuron, vielleicht. Bis hierhin. Ja, müssen wir mal schauen. Oh. Jede Bushaltestelle ist überlastet. Krass! Okay, da kommt noch gerade, weil die Busse austauschen. So. Oder? Moment mal. Die sind auch nur halb ausgelastet, offensichtlich. Und es ist auch nur eine Buslinie von mehreren, die hier überlastet sind. Die hier, die lila, die ist auch überlastet. Das ist sie eigentlich immer. Und jemand hat auch noch schöne Verluste. Ich hasse euch! Unfassbar. Ist egal, wir kaufen trotzdem noch ein paar dazu. So, dann haben wir noch die grüne. Die sieht ganz gut aus. 50 von 60. Hier setzt dann mal die schnelleren ein, die größeren. So. Vielleicht bringt es schon ein bisschen was. Wer steht hier? Die stehen an den gelben. Da kann man gar nichts machen, weil die einfach alle im Stau stehen. Ah. Ah, ja, okay, ich sehe schon, das ist problematisch hier an dieser Stelle. Weil die wollen. Man sieht es hier ganz gut. In der Stauansicht, glaube ich. Ja, die wollen auf diese untere Straße hier, auf diese Schnellstraße. Wieso ist noch eine Ampel? Was? Seid ihr verrückt? Die wollen auf die Schnellstraße und müssen dazu hier fett abbiegen und da ist auch eine Ampel. Ach komm schon, ey. Und hier ist auch eine Ampel. Die sollen da natürlich gar nicht hin. Ja, also das ist so großer Mist. Wir müssten gucken, dass die von dieser Durchgangsstraße hier schnell auf diese Umgehungsstraße kommen können und hier den Ort nicht mit irgendwelchen Kreuzungen vollballern. Ja, vielleicht sollten wir einfach diese große Straße hier unten breiter machen und dann eben bis hier drauf irgendwie führen. Oder so. Das hat, glaube ich, auch der John schon vor langer Zeit vorgeschlagen. Ich meine, ich habe es auch selber ganz am Anfang, als ich diese Umgehungsstraße gebaut habe, habe ich auch schon gesagt, ja, wir müssten dann halt irgendwann hier drauf kommen. Sonst gibt's Chaos. Ich überlege, ob wir einfach. Ja, es ist eigentlich ganz schön, dass die hier so schön geradeaus fahren können. Aber ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht von hier einfach da drauf machen sollen. Hier müssen wir auch breiter machen, damit die Straßenbahnen ordentlich anhalten können. So, ist da wieder eine Ampel entstanden. Ja, ich glaube, wir machen das, dass wir das da hochführen. Wir müssen halt hier leider alles abreißen. Weil wir kriegen hier, wenn wir das hier unten weiterführen lassen, wird wir hier unten keinen schönen Anschluss hinbekommen. Das wird auf jeden Fall so eine fette T-Kreuzung werden. Und wir wollen eigentlich keine T-Kreuzung. Wir wollen, dass sie da einfach ganz smooth durchfahren können. Hier ist es halbwegs noch smooth, obwohl die Ecke auch nicht so schön ist, finde ich. Also abreißen müssen wir teilweise sowieso irgendwo. Gut, liebe Leute, ich habe hier eine Entscheidung getroffen. Die meisten, die hier zwischen dieser Straße und hier oben wechseln wollen, die stehen jetzt hier dazwischen anscheinend. Wir nutzen anscheinend diese Straße. Wir werden jetzt hier von hier aus da runtergehen. Und müssen halt leider alles abreißen hier.
Tut mir leid, aber die werden ja auch wieder neu aufgebaut. So, hier machen wir das auch mal weg. Was soll das? Okay. Machen wir es erstmal größer hier. Ach, komm schon. Alles abgerissen hier. Ei. So. Ungefähr so, genau so wollen wir das haben. Jetzt werden wir natürlich trotzdem irgendwie hier die Verbindung schaffen müssen, weil da die Straßenbahn lang fährt. Ja, das wird nicht anders gehen. So. Das hier, würde ich sagen, brauchen wir uns nicht für unbedingt, wir machen das klein. Da soll keiner mehr lang fahren. Genauso hier oben das da, diese komische Schlaufe. Weg damit! Wird nicht benötigt. Ja, das hier muss groß werden. So. Okay, hier geht's nicht mehr. Okay, ich würde sagen, das lasse ich dann erstmal so. Wir müssen jetzt halt hier noch den Zugang drauf machen. Wieder mal groß, weil sich alles abgerissen hier. Ganz schlimm. Okay, es ist wie es ist. Jetzt haben wir das so gemacht und jetzt kommen sie da wenigstens gut durch den Ort. Und die Umgehungsstraße ergibt auch Sinn. So, jetzt sollen wir noch die ganzen Ampeln wegmachen, die ich gerade gebaut habe. Das war's schon. Das war's schon. So, der Kollege steht jetzt hier. Ach, du machst mich krank. Beweg dich. So, der ist versorgt. Weg damit. Und jetzt lassen wir das mal einfach so wirken und mal gucken, was passiert. Und ich würde sagen, ich habe schon ordentlich verzogen. Oh, Moment mal, halt was. Oh, was? Du meine Güte, was ist da los? Achso, der kommt nicht weiter, weil irgendwo Strom fehlt. Hier. Ups. Jetzt alle zufrieden. Ja, wir lassen das jetzt mal so. Und mal gucken. Es geht immer weiter mit unserer Stauparty hier. Irgendwie, irgendwann. Und nächstes Mal, wie gesagt, gucken wir nach dem Flughafen unten. Ja. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr findet okay, was ich mache. Aber wenn ich in letzter Zeit weniger mit Zügen mache und sowas, dann mehr so hier und da schraube und verbessere. Verschlimmbessere, muss man sagen. Ja, also, liebe Leute, dann kommt gut in die Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lucida. Tschüss.